Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 aus dem Projekt 2000, unserem großen Milchviehbetrieb von der Riesenbeck, zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und ich fahre mal hier im Dunkeln, da lässt sich gut munkeln, und da fahre ich mal zum Landhandel und hole unseren zweiten Ladewagen. Ja, ich suche ja den Anfang. Wie, du suchst den Anfang? Ja, ich war vorher fertig und irgendwie bin ich dann los. Hast du dir nicht den Punkt gemerkt, wo du warst? Neu. Oder in dem Falle, wo du jetzt... Nee, wirklich nicht, weil ich dann ins Baumenü rein bin. Und dann war ich abgelenkt. Okay, was hast du im Baumenü gemacht? Ich habe hier vorher noch ein bisschen den Boden geebnet. Der war an manchen Stellen noch recht hubbelig und uneben. Okay. Ich habe ihn gefunden. Speichern habe ich das gemacht. Und hier am Schweinehof, da war es noch ein bisschen uneben. Okay. Darum hat sich auch der Kontostand nochmal geringfügig verändert. Ja, wir sind sowieso fast am Pleite, ne? Am Pleite. Naja gut, spätestens wenn die Ernte kommt, dann haben wir wieder Geld. Das brauchen wir auch für die Tiere. Da müssen wir auch einiges auf die Seite legen. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du recht. Dass wir uns überhaupt mal Tiere zulegen können, ne? Mhm. So, ich habe hier so einen schönen Krone-Ladewagen. Den ich jetzt mitbringe. Wir haben mir gedacht, wir haben ja schon drei Achser, da passen zwei Achser ja ganz gut dazu. So für die etwas kleineren Aufsammelarbeiten, beziehungsweise kann er auch besser das Häckselgut vom Häcksler aufnehmen, weißt du? Mhm. Weil der oben nicht diese Streben hat. Das sieht bei dem Pöttinger, sieht das so komisch aus, wo oben sind Streben drauf. Und der Häcksler häckselt ja quasi eigentlich auf die Streben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann ist der vielleicht eher fürs Aufsammeln. Und der andere für den Häcksler. Wobei, Ladevolumen haben beide dasselbe. Also beide können jetzt 43.000 Liter laden. Es gibt noch einen größeren Dreiachser von Krone. Da kannst du dann theoretisch auch noch Hackschnitzel von Bäumen reinmachen, wenn ich es richtig weiß. Der kann 60.000 Liter laden. Mhm. Also, wobei ich finde aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Krone-Ladewagen schön. Gar keine Frage. Aber irgendwie finde ich den Pöttinger schöner. Die Form gefällt mir mehr als der von Krone. Okay. Leider gibt es ja noch keinen vernünftigen Klaas-Ladewagen. Gab ja immer, oder im 17er gab es von Klaas immer so einen Klaas Cargo. Mhm. Der war echt nicht schlecht, aber im 19er gibt es den noch nicht. Mal gut, das Klaas DLC beinhaltet 35 Maschinen. Da wird vielleicht auch ein Ladewagen drunter sein, weil ich meine, 35 Maschinen von Klaas ist schon eine Hausnummer. Ja, das stimmt. So, oder? Ich hätte darauf fahren müssen. Verdammt mich. Egal. Nee, es passt schon. Dann biegen wir hier ab. Jetzt habe ich links und rechts neben mir noch eine Spur. Irgendwie habe ich gerade... Ach, es ist halt echt im Dunkeln schwierig, ne? Ist hier... Ach, das ist unser Hof. Was? Wieso haben wir neben dem Haus noch eine Einfahrt? Ach so, wir fahren immer durch die andere Einfahrt. Ich verstehe. Neben welchem Haus? Neben unserem Wohnhaus haben wir noch eine Einfahrt. So, jetzt wird es aber hier interessant. Ich weiß wie. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich jetzt. Ja. Wenn ich es richtig weiß, müsste diese Spur gleich irgendwo... Oder? War das die aufführt? Nee, das war die da, die... Ich habe auch die Orientierung verloren, ganz ehrlich. Ich bin gerade mittendrin. Ob ich das jetzt wiederfinde, ist die andere Frage. Aber Hauptsache, wir haben im Endeffekt alles abgeerntet. Tatsächlich habe ich die Orientierung nicht verloren. Ich habe bloß gerade den Anfang gesucht hier. Habe ihn gefunden. Also ich habe quasi den Anfang vom Ende gesucht. Okay. Und ihn gefunden. Was machst du jetzt das? Heu auf? Ja, ne? Ja.
472.000 haben wir, 473.000 Heu, Gras, Nix, Stroh haben wir 110.000. Okay. Also Stroh kriegen wir ja noch, das kommt noch, und Gras wäre auch nicht schlecht. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir das in der Mitte wirklich noch einsammeln. Ja, wir haben ja auch noch den Futtermischer, was muss da eigentlich rein? Ja, alles drei? Ja, Heu, Stroh und? Silage. Silage, okay, das heißt, Silage haben wir ja gemacht. Also Stroh fehlt noch, das was von der Ernte kommt. Oh, ich glaube, ich sehe dich da. Nee, das ist das Haus. Dieses creepige Haus mit den zwei Augen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, da, di, da, da, di, da, da. Wo bist du? Ja, auf der Wiese. Ich setze gerade wieder an, wo ich vorher aufgehört habe. Ja, ich komme jetzt gerade rauf. Da müssen wir sehen, wie wir das gleich machen. Also ich fahr dir quasi verkehrt herum entgegen. Also ich habe jetzt, warum auch immer, die innerste Spur am Gras. Aber das ist gut, weil ich fahre die eine Spur daneben, versetzt die mittlere Spur quasi gerade. Okay, ja, ich sehe dich schon. Entweder das bist du oder da kommt ein Schiff. Schiffe sind auch cool beleuchtet. Echt? Ja, gerade vorher eins an mir vorbei. Also auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Arbeit, fast um Mitternacht. Weil du hast ja auch gesagt, es soll regnen, ne? Also ja, relativ bald. Also wir sollten gucken, dass wir das Sach reinkriegen. Ich glaube, das ist kein Schiff. Wie so ein UFO kommt da daher. Krass. Und voll. So, Deckel drauf. Moment. Heu. Was? Warum sammelt der jetzt? Warum zeigt er mir das jetzt unten nicht an? Weil du halb Heu, halb Gras aufnimmst und der dementsprechend jedes Mal wieder resettet. Du musst so ein bisschen weiter Richtung dem ehemaligen, Richtung Heu fahren. Also vom Gras ein bisschen weiter weg, sonst nimmt er das nicht. So, wo muss ich denn? Hier muss ich rum. In welches Silo hast du das jetzt gekippt? In das erste? Ins zweite. Also das näher am Silo dran. An dem Silage-Silo meinst du näher dran? Okay. Ah, da ist wieder Gras. Gucken wir mal, dass wir drum rumkommen. Will ja nichts sagen, das Silo ist voll. Ja, dann nimm das andere. Wir haben ja zwei. Ich habe ja wohlwissentlich habe ich zwei hingestellt. Das bringt hier nichts, die Bahn. Es ist gut, dass du zwei hingestellt hast. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, aber der Trigger ist zu tief. Nee, passt. Ich habe es vorher angeglichen. Nee, das lasse ich hier. Ich werde aber gleich mal die nächste Fuhre Heu, ne, die ich jetzt hole. Die aufsammeln, die werde ich mal in den Futtermischer reinschmeißen schon mal. Okay. Weil das eine Silo ist voll, das heißt 200.000 oder 500.000 Liter ist da drin. 500.000 ja, Liter sind ja, da drin. Ja, ja, ja. Also schmeiße ich die zweite Fuhre jetzt einfach mal. So, ich lasse dir die Bahn. Ich gehe mal ein Stückchen nach oben und schau mal, was ich hier noch aufsammeln kann. Ich glaube, oben war noch was. So, weiter geht's. Das ist fehlt halt ein alles. Stück Geschwadertes? Ah ne, da hinten geht's. Nimm nur die ganzen Dinger. Ich habe schon wieder die Bahn gefunden hier. Okay. Weil das mit dem Gras, da fahre ich gleich nochmal, da hole ich gleich nochmal den Schwader. Allerdings, ich muss eins sagen, ne? Ich habe ja vorher den 800er gefahren, ne? Oder unseren 850er. Und fahre jetzt den 59er. Der 59er hier hat ein deutlich helleres Licht und deutlich schöneres Licht. Okay.
Der Kegel ist größer. Ich meine, der hat Zusatzbeleuchtung ja dran. Der hat ja vorne eine Leiste dran und hinten noch ein paar mehr Scheinwerfer. Aber das Licht ist einfach besser. Man sieht mehr. Okay. Die Beleuchtung im Serion ist cool. Wenn du mal mit der Innenansicht fährst, das sieht cool aus. Ja, meiner hat auch. Der hat da oben so eine ganz komische kleine Lampe, wo ich mir zuerst gedacht habe, die stört doch irgendwie, die irritiert. Aber nein, die wirft eigentlich ein relativ schönes Licht sogar. Mhm. So, jetzt habe ich hier diese Bahn. Mal gucken, wo geht sie jetzt hier weiter? Na, hier ist wieder so eine... Ja, das hier können wir noch mitnehmen. Das ist noch Heu. Und das hier ist auch noch... Was machst du jetzt? Wo fährst du jetzt lang? Ich gucke, ob ich hier noch eine Bahn finde. Ja, das ist die, genau die große Bahn. Fährst du auf die? Dann fahre ich nämlich genau in die andere Richtung. Ja, ich nehme die mit. So, weil die müsste ja eigentlich hier auch irgendwo... Da fängt sie an. Ja, die geht auch noch bis runter. Da bin ich gerade entlang hochgekommen. Ja, genau. Du fährst jetzt quasi das Gegenstück. Mhm. Und dann bringen wir das Gras hier noch. Fährst du da mit dem... Da fahre ich gerne nochmal mit dem Schwader mitten durch. Genau. Und dann holen wir das auch. Dann mache ich leer. Und komme dann gleich hinterher. Genau. Ja, wobei ich muss sie auch noch einmal auffüllen. Also werden auch nochmal zwei voll. Bitte jetzt nicht mitten im Busch aufhören. Okay, Glück gehabt. Weißt du, stehst du mitten im Busch. Wo ist denn die Linie? Wo fängt denn die an? Mhm. So, okay. Du könntest eigentlich deine Fuhre... Nee, gib deine mal ins Silo. Ich weiß gar nicht, wie viel nämlich in die Futtermischer reinpasst. Wo geht's? Oh Gott, hier ist das Fahrsilo. Nichts passiert. Könnten wir noch ein paar mehr Flutlichter aufstellen? Ja, normalerweise arbeiten wir ja nachts auch nicht. Ich finde es aber gerade echt angenehm. Das ist irgendwie witzig, mal so im Dunkeln zu arbeiten. Wie du schon sagtest, das ist eine Herausforderung. Nee, das mal. Also eigentlich sind wir immer dran, Nächte zu überspringen. Ja. Wo muss denn jetzt hier, wo war denn jetzt hier Heu? War das jetzt im ersten, im zweiten, im dritten? Also ich würde sagen, das ist Gras. Heu und das hier Stroh? Nee, das hier Heu. Nee, das Silage. Nee, doch. Da in der Mitte. In der Mitte Heu. Okay. Wieso nimmt er jetzt den Trigger hier nicht? Moment, in der Mitte Stroh. Moment. Komm ich völlig durcheinander. Hier muss gar kein Heu rein. Da muss Gras rein. Frischgras. Okay, also Gras, Silage und Stroh. Und Stroh. Okay. Müssen wir uns merken, weil dann hätten wir nämlich jetzt ein bisschen von dem Gras noch aufheben sollen. Aber wir haben noch die 25, die muss auch noch gemäht werden, ne? Au. Büsche haben Kollision. Mhm. Ja, die müssen wir auch noch machen. Da können wir ja dann auch das Gras runterholen. Genau, das können wir ja dann in den Futtermischer schmeißen. Genau. Hä, wo ist denn jetzt? Hallo? Trigger? Ah, nee, das ist kein Busch. Ich kann mein Heu nicht abkippen. Doch, doch, das geht schon. Du musst ein bisschen hinten näher ran. Das ist eine Stelle. Ah, verstehe. Das ist wahrscheinlich durch den Boden. Ich habe den angeglichen und dann hat es das so ein bisschen versenkt. Ja. Ja, da hinten war ja der Boden noch so huppelig und auch um die Halle rum. Ja. Ah, das passt. Und habe auch... Gut. Am Silo ein bisschen angeglichen. Ah, okay. Aber, junge Frau, liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.